Können wir jetzt sterben, bitte? Geht's ja weiter. So, jetzt durch. Jetzt alles. Kann ich kurz kotzen gehen? Hier noch irgendwas. Ja, nein. Haben wir jetzt eigentlich alle Rätsel gelöst? War jetzt hier noch irgendwas, was ich nicht weiß? Okay, irgendwas ist jetzt hier noch. Umlaufen. Schon wieder. The house became overcast and cold. My wife was standing in the hallway holding a knife. She looked at me with a scary smile on her face. She plunged to me and then everything turned dark. Maybe she also wanted me to go to heaven like she did with her cat. Okay. Das heißt, sie steht jetzt auch gleich hinter uns. Irgendwas quietscht doch hier rum. Gott, die schläft ihr Messer, oder? Die Spinnen hauen hier gerade alle ab. Das heißt, komme ich jetzt da hoch? Nee. Okay, irgendwas machen. Das ist jetzt eine Puppe. Hoppala! Hat sie mich doch ein bisschen erschrocken, die Mutti. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas Blödes passiert, aber. Geht's eh nicht weiter. Oh, jetzt wird die Mucke wieder komisch. Oh Mutti, die Tür ist wieder offen. Was? Echt jetzt? Das ist doch ein echter Vogel. Eine Konservendose. Jemand hat sie geöffnet. Wie ekelhaft. Ja, lass es dir schmecken, Alter. Was ist denn mit dem Schlüssel? Kann ich den mir jetzt endlich mal nehmen? Nee. Ja, ich weiß, ich brauche aber Gewichte. Metallhaken. Oh ja. Oh nee, oder?
Hier. Brauche ich einen Schlüssel oder was? Ich habe einen Metallhaken. Oh nee. Okay, Metallhaken nützt mir nichts. Stehen überall irgendwelche Konservendosen rum. Nee, das ist... Ach so, ah, warte. Ja, von dem Schlüssel, die Kombination, ne? Warte mal kurz. Doch hier von dem Schlüssel, richtig. Das erste nicht anfassen, das zweite einmal. Und das letzte zweimal. Ah, schon wieder. Oh, jetzt ist das doch nicht dein Ernst. Pork. Haben wir noch irgendeine Zahl aufgeschrieben gerade? Nee, ne? Gib mal Zins dran. Was ist das? Hier ist ein Schlüssel dran. Na toll. Und jetzt freue ich mich. Was schon wieder irgendeine Kackzahlen kommen. Ich habe ja nichts gegen Rätsel, aber das ist einfach nur. Ja, komm, die Tür ist wieder offen. Oder auch nicht. Nee, weil ich ja dahin muss. Ist da irgendwas passiert? Kommt ja hier runter gespackt. Ich kann damit aber jetzt auch nichts anfangen. Was mache ich denn, dass der da unten bleibt? Der springt ja runter, um das zu fressen. Gewichte. Okay. Dann erstmal. Warum wollte ich ihn jetzt hier nicht lang gehen? Was ist denn? Jo. Immer noch zu leicht. Echt jetzt? Ist der Kopf so schwer oder was? Zu viel. Hä? Thank you.
Das war doch aber richtig, oder nicht? So, hätte ich jetzt mal zählen müssen, wie viele das sind. Viele. Dass ich im Mathe total schlecht bin. Oh, was ist das? Giftflasche. Ah ja, okay. Ich bin ja toll. Jetzt töten wir auch noch einen Vogel, der schon seit 20 Jahren hier eingesperrt ist. Aus Sehen. Na, Wahnsinn. Wir sind ja spitzenmäßig da. Nee, würde ich nie machen. Ich würde ihn einfach erschießen. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Mutti! Hold on. Hab ich hier alles? Verkackte Slotmaschine. Oh, die hat mich gerade abgestochen. War das blöd? Gibt es da verschiedene Enden? Molly, du bist tot, du kannst mich nicht töten. Ja, komm, sammel dich, Junge. Oh, sind wir jetzt im Keller? Oh. After woken up, I realized I was trapped in the basement. My wife had the abnormal expression since the child died, but I really did not expect that my wife suddenly attacked me. Now, everything was clear when I read her diary. Sometimes, I suddenly injured somewhere. I could not remember what happened to me. The doctor said that I was suffering from depression. Besides that, I was suffering from short-term dementia. Every morning when I woke up, all things became strange to me. Only one thing hasn't changed, that was my unborn fetus grows increasingly. Thenceforth, I start to write a diary. I want to note everything that happened to me into this. These things became complicated when my husband brought home a girl, and introduced she was a new maid in the house. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad premonition when I looked at her eyes. This introduction scene often repeated day after day. I realized that when I reread my diary, seemed to Mary and my husband were lies in front of me, but he hadn't known that everything were wrote in this. I start to find out their reasons. And then I was realized a horrific secret. My husband, he's affair with Mary. They were taking advantage of my dementia illness in order to sneak with each other. That's why I was so close. This thing made me very sad, and it broke my heart. The only reason that helped me endure all of this was because my unborn child. Already 8 months since Mary lived here. I've tried to dissemble when seeing her adultery with my husband. I couldn't believe that Mary was too greedy and sinister. She had put poison in my food. It was caused many severe abdominal pain. Her poison didn't make me dead, but it killed my son.
These days are the most miserable days of my life. I realized I need to avenge. I want her to go through the pain of losing the child same like me. All of them were gonna pay for this. After a long time waiting for Mary pregnancy, this moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. It's a girl. It looked at me and cried. In a second, something seems to touch my heart. I decided to let the little girl alive. But this couple gonna pay for what they did. Oh, this SD is crushed wood. Ah. Two corpses were charred and could not identify their faces. Police later confirmed that this is a suicide of me and my husband. But they did not know about Mary's presence in the house. Clever. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. And I did not want to see this diary anymore. Because it brings back my painful memories. I will wait for this child to come back. Nice. Okay, na dann bring mal deine Nachricht rüber. Wenn diese blöden Puzzle nicht so gewesen wären, dann für sich eine super schöne Geschichte. Ansonsten hat es mir eigentlich. Also, wie gesagt, an und für sich, das Spiel war gut, auch die Story, aber wie gesagt, diese. Ein Rätsel gerade mit dieser Slotmaschine und das Klavier. Oh, aber diese Slotmaschine hätte wirklich nicht sein müssen. Also, die hat mich persönlich extrem genervt. Dadurch hatte ich dann eigentlich keine Lust mehr zu spielen. Aber ansonsten ist es okay. Was haltet ihr so davon? Lasst mal einen Kommi da und ansonsten sage ich schon mal bye bye, bis zum nächsten Game.